Der rote Teppich füllt sich und das Stage-Theater des Westens in Berlin steht kurz vor einer besonderen Premiere. Mit Gefährten kommt nämlich die erste Theaterinszenierung in der Geschichte von Stage Entertainment in die altehrwürdige Spielstätte. Direkt neben dem roten Teppich in einem Pferdeanhänger wartet der Star des Abends auf seinen Auftritt. Wegfrei für Joey. Sogar die Leute hier dachten, es wäre ein echtes Pferd. Das ist die ganz große Kunst. Ich habe wirklich das Pferd richtig gerne, wo es ja drei Typen sind, die man bestimmt auch gut gerne haben kann. Aber also es ist wirklich wie ein echtes Pferd, schon ganz hysterisch regelrecht. Wir sind jetzt 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, nach zwei Weltkriegen und machen ein Theaterstück über Versöhnung. Das ist sehr bewegend für mich. Nun muss Joey aber schnell wieder los. Denn jeden Augenblick muss er auf die große Bühne. Die Premiere beginnt. Gefährten berührt durch die tiefe Freundschaft zwischen dem Bauernjungen Albert und seinem geliebten Pferd Joey. Als die beiden durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs getrennt werden, folgt das Stück der aussichtslosen Mission Alberts, seinen Joey wiederzufinden. Also ich bin schwer beeindruckt, dass eine Aufführung von der Qualität von einem nicht subventionierten Unternehmen gebracht wird. Und das ist großes Theater. Und das ist etwas, was ein Unternehmen wie die Stage enorm schmückt. Die Show ist zu Ende. Das Publikum ist berührt. Aber was hat den Gästen besonders gefallen? Es ist dem Stück gut gelungen, die Emotionen rüberzubringen. Sei es die schönen Momente, sei es aber auch die tragischen mit dem Krieg. Ich muss gerade sagen, die zweite Hälfte war sehr intensiv. Es ist mir sehr nahe gegangen. Ich saß in der ersten Reihe und tatsächlich, ich habe auch geschluchzt. Also mir lief auch schon die ein oder andere Träne. Das hat mich total getroffen und eingenommen. Und diese Geschichte ist halt sehr schön zwischen diesen beiden. Ich habe das Stück in London und Melbourne gesehen. Und jetzt hier in Berlin diese großartige Leistung. Amazing performances. Auch die beiden Hauptdarsteller, der bekannte Schauspieler Heinz Hönig als Ted Narracott und sein Theatersohn Philipp Lind als Albert, freuen sich, dass das Stück so gut ankommt. Es ist eine Prüfung, in dem Fall eine Reifeprüfung auch, ja, zwischen Albert und Joey, dem Pferd. Mit so einer immensen Kraft wie einem Krieg zurechtzukommen, sich nicht zu verirren, und dem Herzen weiter zu trauen und zu fühlen, nämlich die Liebe, die Zuneigung und das Vertrauen zueinander zu haben. Und das haben die beiden bewiesen. Darum geht es. Gefährten hat schon auf dem Broadway in London, Toronto und Melbourne große Erfolge gefeiert. Nun erobert Joey unsere Hauptstadt und wird mit Sicherheit für die ein oder andere Gänsehaut verantwortlich sein.